Und ein herzliches Willkommen zurück. Sehr wahrscheinlich beim letzten Teil von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer auf der PlayStation 4. Ich bin von Lüer, Gameplays als Hobby. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir machen sollen. Mystische Tore, trotzdem 9 von 10, das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben jetzt ein neues gefunden gehabt. Und ja, 99% nur, ich weiß einfach nicht, wo das letzte mystische Tor ist. Keine Ahnung. Sonst habe ich alles. Ein Rabe fehlt, aber da weiß ich jetzt leider auch nicht, wo der sein soll. Ach so. Nee, warte mal, wir haben doch die Wettenbrücke rumgedreht. Da haben wir es, okay. Jetzt muss ich aber nochmal auf die andere Seite gucken, ob da jetzt auch noch was ist. Aber eigentlich nicht. Aber es ist schon echt nervig. Mit diesem Weltentor. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wo es sein sollte. Weil ich habe es schon mal gesehen gehabt, aber dann trotzdem irgendwie nicht geöffnet. Da hinten ist eins, aber ja, da haben wir auch schon eins. Ich weiß leider echt nicht, wo das sein soll. Midgard-Zusammenfassung. Keine Ahnung. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir zu Freya zurückgehen? Vielleicht probiere ich das zuerst aus, bevor ich vielleicht das Spiel zu Ende mache. Na, mach schon. Achso, lassen wir es einfach mal laden. Und ich muss mal mein Handy aufladen. Einen Moment. So, da ist ja schon das Tor. Dann gehen wir da doch mal direkt rein. Und da bin ich jetzt aber echt gespannt, was jetzt passiert, wenn wir hoch zu Freya gehen. Ob wir überhaupt hoch zu Freya können, ich weiß es nicht. Man darf gespannt sein. Oh, mach schneller. Ist das eine gute Idee, wieder herzukommen? Wahrscheinlich plant sie da drin deinen Untergang, Bruder. Oder beide wieder zu beleben. So wie dich, Mimir. Oh, ich lebe nicht. Ich bin reanimiert.
Aber täusch dich nicht, ich bin immer noch tot. Ich werde nie sein, was ich war. Das will sie ihrem Sohn ersparen. Glaub mir. Bin ich erleichtert. Nicht darüber, dass du tot bist. Aber, naja. Ja, ich kann auch sowieso nicht hier rein. Kann ich nichts machen. Geh mal da vorne nach. Na, dann mach das mal. Tja, Junge. Nichts mit Schildkröte. Okay. Jetzt ist bei mir die Frage, kann ich jetzt wieder zurück endlich mal? Oder ist hier hinten immer noch zu? Hier ist leider immer noch zu. Ich kann einfach nicht mehr auf diese Seite. Ich habe mir gedacht, dass vielleicht dort alles drin ist, was ich noch brauche. Aber ich habe tatsächlich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo hier noch etwas sein könnte, was ich brauche. Hier ist scheinbar nichts mehr. Bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder runter zu gehen. Kann man das vielleicht aufmachen? Nee, ich kann von hier aus nicht werfen. Hab mir gedacht, vielleicht kann man das Holz kaputt machen, könnte da noch rein. Würde mich nämlich auch mal interessieren, was da drin ist. Aber ich kann hier nicht zielen, während ich kletter. Nee, funktioniert nicht. Atreus, komm her. Komme schon, komme schon. Okay, ich weiß einfach nicht, wo das alles, also wo das letzte Weltentor sein soll. Sobald ich ja jetzt die Torbrücke nach Jötunheim umsetze, bin ich ja in Jötunheim und nicht mehr in Midgard. Da zählt natürlich da das Weltentor nicht, falls ich da eins finde.
Rein theoretisch könnte doch hier vorne noch eins sein. Vielleicht habe ich es nur von Weitem gesehen, bin aber nicht nah genug rangegangen, damit das Ding aufgeht. Am Anfang konnte ich damit dann eh nichts anfangen. Unser letzter Versuch, danach geht's nach Jötunheim. Dann schauen wir mal, was passiert. Tja, und dann ist das Spiel wohl vorbei. Und, ja, den 1%, also das werde ich dann von selbst dann natürlich irgendwann mal suchen, aber das werde ich dann nicht mehr aufnehmen. Braucht euch ja dann nicht zu interessieren, beziehungsweise ihr könnt ja da selber noch ein bisschen suchen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja hier. Und dann kriegt ihr es doch noch mit. Also falls es noch DLCs gibt wegen den restlichen Welten, wie Asgard und sowas, wo wir nicht hinkommen. Deswegen denke ich mal sowieso, gibt es mindestens eine bzw. zwei DLCs bestimmt noch irgendwann. Könnte gut sein, dass die Freya dann unsere Gegnerin wird. Weil sie uns ja keine Ahnung, was für eine Qual alles kennst du mehr Riesengeschichten? Versprochen hat. Und wenn ihr auf noch mehr Schreine stoßt, fragt mich ruhig. Ja, noch mehr Schreine haben wir nicht. Hier ist ja immerhin auch ein Schmied, aber kein Tor habe ich hier. Was natürlich komisch ist. Normalerweise gibt es hier fast bei jedem Schmied ein Tor. Hier gibt es wohl keins. Hier gucke ich jetzt noch rein und weiter brauche ich dann nicht mehr zu gehen, weil weiter vorne gibt es dann sowieso eins. Nee, hier ist nichts. Ah doch, ich kann ja eigentlich weiter, damit ich durch das Tor reisen kann. Beziehungsweise ich möchte noch was gucken. Ja, doch, da habe ich hier ein Tor. Habe ich da ein Tor. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo es hier nochmal ein Portal geben soll, welches ich angeblich nicht gefunden hätte. Das kann nur hier im Wildwald sein, weil hier ist noch eine Sache auf unentdeckt. Das ist dieses 1%, was uns noch fehlt. Aber ich weiß einfach nicht, was es sein soll. Ich meine, jetzt haben wir alles fertig. Denke ich mal. Wir gehen jetzt einfach nach Jötunheim. Je nachdem, was danach passiert, gehen wir halt nochmal nach Hause und gucken mal, ob da nochmal was zu finden ist. Vorausgesetzt, die Zeit spricht noch dafür. Ansonsten nicht. Na gut, wenn es mal 5 oder 8 Minuten länger dauert, der Teil ist jetzt auch nicht so schlimm. Tja, was haltet ihr denn bis jetzt von dem Spiel? Ich meine, es ist... Ich finde es arschgeil. Von der Story her, vom Gameplay her, es ist einfach klasse und... Man könnte die ganze Zeit nur durchzocken. Vorausgesetzt, man hat natürlich die Zeit dazu. Hatte ich jetzt leider nicht. Also nicht so viel.
Wenn es an mir gehen würde, hätte ich das in 3 Tagen komplett durchgespielt und aufgenommen. So muss ich das auf mehrere Wochen verteilen. So, weitere Geschichten von Mimir gibt es dann wohl auch nicht mehr. Weil weitere Jötnerschreine haben wir ja, gibt es keine mehr. Wir haben schon alle gefunden. Außer es ist wie beim Rabe, dass es dann doch noch eins mehr gibt. Ich weiß es nicht. Es speichert. Okay. Es geht los. Glaub nicht, wir werden die Riesen sehen. Also sofern alles nach Plan verläuft. Nur zu, stelle Jettenheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Jötunheim. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Wir sind fast da. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Oh, ohne Brücke. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Höchsten Gipfel finden. Oh, ich habe einiges mit dir vor. Kommt schnell wieder zurück. Bitte. Ach, ist das die Brücke? Nee, hä? Renn hier mal hoch, das dauert ewig. Also, ich kann gar nicht rennen. Okay. Gehen wir aufs Licht zu. Die Kleine ist schon fast oben. Ah, er wartet aber auf mich. Achso, musst du weiterlaufen. Schau, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Haben wir. Thank you.
Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Okay, ein Rabe kann ich sowieso nicht sein. Ich kann meine Waffen nicht ziehen. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo, ist jemand hier? Ich kann nicht rennen. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Oh, Wissen hinzufügen. Der Traum von Midgard. Midgard war ein Traum von dem, was sein könnte, wenn wir gemeinsam arbeiteten. Jötner, Asen, Wanen, Alben, Zwerge, Unsterbliche vor allem. Es war schön, aber nicht alle können teilen. Manche glauben, dass alles unkontrollierte, wild und bedrohlich ist. Und so wurden wir verspottet, betrogen, benutzt und schließlich abgeschlachtet. Odin und die Seien wurden aus unserer Welt verbannt, doch das war nicht genug. Der Zorn des Thor und sein grausamer Hammer haben uns in Midgard an den Rand des Abgrunds gebracht. Und es bleibt nur noch der Rückzug, solange noch jemand übrig ist. Odin und Thor hätten alle Riesen umgebracht, wenn sie es gekonnt hätten. Und sie sind damit davongekommen. Okay. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Wer ist der Wächter? Die Rückkehr der Wächterin. Wir sehen Midgards Schicksal voraus, überrannt, ein zweites Heer. Weder Odin noch seine Toten dürften Jötunheim erreichen. Die Wege müssen versperrt werden. Schlange und Wächter sind geblieben. Auf ihnen allein liegt unsere Hoffnung. Erst wenn das Verderben das Unzerstörbare befällt, wird der Wächter zurückkehren. Bis dahin warten wir auf eine bessere Welt, ohne Angst, ohne Gier und ohne Krieg. Wir warten auf Erlösung und Gerechtigkeit, wir warten auf einen Helden. Wir warten auf Nachricht, dass sich die Götter zum Guten gewandt haben. Hoffe, diese Welt kommt bald. Tja, keine Ahnung, wer der Wächter ist. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Hier passiert was!
Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldü. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Mutter nämlich wohl auch. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was da stehen würde. Komm mal her, Sohn, lies mal vor, ich will wissen, was da steht. Scheinbar ist er dann nur noch alleine unterwegs. Sieht so die Fortsetzung von God of War aus, werden wir den kleinen Jungen spielen und wir sterben so gesehen irgendwie irgendwann. Sieh nur, es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Beenden wir es. Ich kann nichts machen außer klettern und laufen. Okay. Huch. Da sind die ganzen Riesen. Wieso ist sie tot? Gemeinsam. So.
Leb wohl, Fay. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Abgeschlossen, Mutters Asche, letzter Wunsch. Zu Tyrs Tempel zurückkehren. Loki. Das ist schon wieder so. Das hat wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Ist natürlich seltsam, dass er Loki heißt. Ist er dann überhaupt mein Sohn? Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Okay, dann wollen wir mal. Ich hoffe, dadurch, dass wir jetzt hier die Verbindung geöffnet haben, kriegt das Odin nicht mit. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was täte Atreus von Sparta? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Da liegt der Kopf. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Mit Atreus erkunden. Weiter erkunden. Erledigen Sie Zwerge gefallen. Befreien Sie Drachen. Reisen Sie nach Muspelheim und Nilfheim. Finden Sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Valkyren zu besiegen. Hab ich alles schon.
Ach, Helheim ist das. Ne, wir gehen zurück nach Midgard. Ich will jetzt immer nach Hause gehen. Es ist mehr Zeit vergangen als du dachtest. Und der Schneefall, der begann, als du Balken getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Omen? Den bevorstehenden Winter? Nicht irgendein Winter, sondern ein so harter, dass er 3 Sommer lang dauert. Und wenn er um ist, beginnt Ragnarök. Ragnarök. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihe. Noch eine Prophezeiung. Nein. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Okay. Davon weiß ich jetzt nichts. Das ist Fimbulwinter. Ich spüre es in meinem Schritt. Das ist der Groß. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Früher oder später muss es ja schneien. Das ist nicht nur Schnee, und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Leute? Wir reden nur über das Wetter. Über diesen kleinen Wintereinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spüre es in meinem Schritt. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe.